den 21. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga-Saison 2019-2020, aufgezeichnet am 10. Februar 2020. So, naja, nun bin ich natürlich etwas zwiegespalten, vor allen Dingen, weil die erste Bundesliga ist rum, also rum, der Spieltag, der 21., die zweite läuft noch. Ich habe immer traditionsgemäß natürlich die Liga und den Rückblick gemacht, der dann ansteht. Und das ist jetzt halt von der ersten Liga und die Ergebnisse waren halt gut. Nur waren die von der zweiten Liga halt katastrophal. Und ich würde natürlich dann lieber zuerst die schlechten machen. Also das halt das Negative meinetwegen abhaken oder wie auch immer. Und trotzdem bin ich jetzt dazu gezwungen, das so. Und wenn man jetzt halt jetzt eine Art von Euphorie auszustrahlen, wäre natürlich lächerlich, denn das hat sich ja fast neutralisiert für alle, die das jetzt verfolgt haben. So, wir haben noch relativ früh am Morgen, 19:30, 19:50 jetzt. Das heißt, die Lichtverhältnisse sind ungünstig. So, wir schauen uns wie immer Spiel für Spiel an. Wir schauen auf die Spielstatistiken. Uns interessiert natürlich die Qualität der Tipps und natürlich die Auswertung, die natürlich nicht fehlen darf. Und natürlich sind viele spannende Dinge passiert. Schreckliche Kommentare, schreckliche Interviews, wie üblich. Aber natürlich trotzdem sehr guter Fußball, sehr viel guter Fußball. Wenn man die Kommentatoren hört, dann fragt man sich immer, bei welcher Trauerveranstaltung man hier eigentlich zugegen ist. Also sprich, es wird ja sowieso immer nur Negatives. Und wenn, dann wirklich ein Fehlpass oder irgendwas. Aber gut, das gehört ja alles nicht hierher. Aber dann ist ganz schlecht dabei. Und das muss immer sofort raus. Und ich frage mich, ob die denn alle so ein geringes Selbstwertgefühl haben, dass sie halt denken, wenn ein anderer einen Fehler macht, guck mal, was für ein Fehler, dass man dann irgendwie vielleicht das ganze Leben nur buckelt von oben mit getreten und jetzt kann ich mal, endlich kann ich mal auch mal austeilen oder so. Da hat einer einen Fehler gemacht. Wie im Straßenverkehr in Deutschland. Ich meine, wenn man immer sofort irgendwie nicht fährt, weil ich mach's nie. Also ich hupe niemals. Meine Kinder finden das gut. So, also ich meine, dieses, was bringt das? Es ist ja auch, macht ja dann auch, macht es denn mehr Spaß? Oder wenn man jetzt, siehst du, da hat ein Fehler, Hummel, guck mal, was? Das ist für ein schlechter Pass. Schlechtes Stellungsspiel. Alle gepennt. Ich meine, wenn es stimmen würde, dann wüsste man es immer noch nicht unbedingt. Sagen. Also zwecks Unterhaltungswert oder ich meine, was kann sonst dahinter stecken als eigene Aufwertung? Gut, also wir hatten Frankfurt, wir hatten Mainz, wir hatten Union, wir hatten Paderborn, wir hatten Leverkusen und wir hatten Leipzig. Und alle haben das passende Ergebnis erzielt. Frankfurt mit dem 5-0, Hertha verliert gegen Mainz 1-3. Union gewinnt in Bremen 2-0. Paderborn schafft den Ausgleich 1-1. Leverkusen dreht das Spiel spät. Wer es gesehen hat, kann ja nur sagen, Glück gehabt. Wobei ich trotzdem natürlich mit der Prognose, dass sie jetzt keine Angst haben oder sich da naja, auf Augenhöhe fühlen, und sich zutrauen, da mithalten zu können. Und trotzdem war halt Dortmund die bessere Mannschaft. Und Leipzig wurde halt am Anfang ausgespielt natürlich, komplett an die Wand gespielt, kann man sagen. Wo man dann also, naja, ich meine, ich habe ja auch noch sozusagen diese Meisterwette oder den Tipp sozusagen laufen, weil ich euch da reingeritten habe mit dem Tipp, dass halt Leipzig diese Chancen hat. Und
dann würde ich natürlich gerne sehen. Bloß, wie gesagt, ich war ja auch nicht einverstanden und nicht so, also überhaupt nicht jetzt. Nagelsmann gestern natürlich gut. Bei Sky 90 kam er ja noch spät rein für ein paar Minuten und hat halt kurz das Spiel analysiert, schnelle, gute, perfekte Antworten gegeben, alles. Er hat es halt faustdick hinter den Ohren, überhaupt kein Thema oder keine Frage darüber. Und dass er dann mit Lehmann und dass Lehmann dann unbedingt deutlich machen will, wie gut er Fußball versteht oder und dann immer darauf besteht, dass sie so und so hätten spielen müssen und dass es so nicht. Es ist ja lächerlich. Guck mal, auch ein Lehmann kann ja nicht verleugnen, wer die bessere Mannschaft ist oder die besseren Spieler hat oder das kann man ja nicht. Und jetzt egal, welche Taktik, Aufstellung da ist, Formation, sagt er immer oder so, sie da antreten, dann bleiben die anderen trotzdem besser. Also sie haben ja auch die Chance darauf zu reagieren, wie Müller, Thomas Müller und also das Spiel analysiert hatten, auch ein paar andere Interviews. Das war halt großartig natürlich und genau das. Ich habe ja hier zugeguckt und ich sag ja nicht, Nägel knabbern, tue ich sowieso nicht mehr. Aber dass man natürlich trotzdem dann irgendwie wirklich gespannt ist, jetzt auch, ob diese Einschätzung stimmt und das. Und wenn man dann eben, also ich zweifle ja selber nicht an, das geht ja bloß um die 1,25 Tore, die Leipzig vorkriegt, und sind sie dann wirklich so viel schlechter? Und man könnte es eben am Anfang sagen, ohne weiteres, und wir sehen ja nachher die Statistiken. Aber genau das, was Müller halt sagt nachher, war eben das, was mein Empfinden war. Guck mal, und es war ja auch ein bisschen, selbst wenn ich es in dem Vorbericht nicht gesagt habe, es war schon häufiger, dass ich solche Dinge erwähnt habe. Wenn es spät unentschieden steht, dann ist natürlich der, der in der Pole Position ist, trotzdem zufrieden. Oder, naja, wer möchte nicht alles jetzt aufs Spiel setzen oder so, ne? Und durch den Kopf ging mir dann natürlich auch die Leipziger haben ja ihre Chancen gehabt und toll und so bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber dann spürt man halt trotzdem, dass sie den, nicht den One Bird in Hand is worth two in the bush, wie es beim ARD, beim Wer weiß denn sowas hieß. Also was ich aber schon wusste. Also das war wirklich einfach die Frage, aber die haben dann da noch rumgeirrt. Also, aber dass man halt lieber den Spatz in der Hand hält als die Taube auf dem Dach. Und dann dachte ich bloß darüber nach, was es heißt, jetzt Risiko zu spielen. Und natürlich für die Sportreporter gibt es ja sowieso nur den gelungenen Ausgang einer Aktion, den es aber nicht gibt, weil ja dann die Gegenseite den Fehler gemacht hat oder was zugelassen hat. Wenn jetzt ein Risikopass, sagen wir mal, ankommt, und ein Stürmer wirklich Platz hätte, so nur 2 Meter, der hat aber viel, den hat ja gar keiner auf der Rechnung so ungefähr. Und wenn er dann kein Tor macht, ist natürlich auch wieder Verwertung, ist immer das Problem oder so. Also gut, gibt es ja für die nicht. Aber trotzdem ist eben der Risikopass der, der eben nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ankommt. Und sagen wir mal, das können auch manchmal nur 30% sein zum Beispiel, ja, wo ich dann sehe, mehrfach, wo also die Chance war, auch zum langen Ball im Lauf, also die Stürmer das auch manchmal versucht haben, sich anzubieten noch, oder die machen ja laufen ständig, machen das und so, aber wo dann einer mal wirklich zeigt, jetzt könnte der Pass kommen. Und das kann halt auch bei Bayern passiert sein, wobei sie ja wirklich die letzte Chance herausgearbeitet oder zwei sogar, und dann sagt, guck mal, was redet ihr hier alle 0-0 und wollten und waren zufrieden oder haben nicht. So, es geht ja hier ums letzte Risiko oder so, ne? Aber dann eben, also letztes Risiko natürlich nicht, aber wenn man dann eben auf systematische Art zu einer Torchance kommt, dann ist es natürlich einfach nur diese Extraklasse, die sie einfach haben und so fantastisch, wie die spielen und verteidigen natürlich auch. Aber es wäre eben absolut jetzt kein Wunder gewesen, wenn in den letzten auch in der Nachspielzeit sogar noch immer Bayern das Tor macht. Aber Risikopass nochmal zurück dazu, wo ich dann dachte, man spielt eben jetzt den Ball nicht. Auch wenn man spürt, dass es eine Toraktion geben könnte oder eine günstige, sehr günstige oder so. Aber jetzt in der 77. oder in der 84. erst recht nicht, jetzt diesen Risikoball zu spielen, macht man dann halt nicht.
Und dann ist eben trotzdem immer wieder dieser, sagen wir mal, Sicherheitsball, wobei das nirgends sicher ist, der Ball, weil man einfach überall einer auf die Füße steigt oder so. Aber mit welcher Ruhe sie auch natürlich immer über den Torwart zurückspielen und der also ein vollwertiger Feldspieler ist, ein Extraman, den man halt in der Defensive hat und der eben auch wirklich für den Spielaufbau zuständig ist, kann man sagen. Ne? Dann sagt auch einmal, das war aber in der Zweitligakonferenz, sagte dann auch mal ein Sprecher, die haben den Spielmacher in Gelb, also weil der Torwart ein gelbes Trikot anhatte. So ungefähr, also der muss wirklich mit dem Ball einfach das Spiel aufbauen. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Fußball und ein bisschen distracted. Hier auf die Tore hatten wir halt da das Over, ist gekommen, 5-0, Schalke das Under, 1-1 geblieben. Leverkusen war natürlich, ja, können wir noch auf die Statistiken gucken, waren aber verloren, 4-3, natürlich gibt es da wenig dann zu diskutieren. Und Gladbach ist ja ausgefallen, habe ich dann auch hier rausgenommen, ja. Habe ich hier rausgenommen. Hier haben wir es nochmal ein Tabellenformat. Hier ist bereits die Bewertung der Wetten mit drin. Was habe ich beim ersten? Habe ich gut. Ah ja, Frankfurt war gut, ja. Wobei die statistisch noch nicht mal so überlegen waren. Aber bei 5-0 kann man dann. Ich glaube, ich habe sogar. Weil ich gebe es ja auch immer in meine Datenbank ein wegen gut, schlecht. Also hier kann dann gut stehen und ich habe es trotzdem neutral gewertet. Also da muss ich jetzt gleich nochmal gucken. Fakt ist, dass die halt alle hier ein Plus ergeben haben. Auch das Frankfurt. Plus, 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 plus. Und hier plus, plus. Hier ein Minus und hier eine 0. 7,16 ist natürlich, ja, was soll man sagen? Wollen wir uns, hier haben wir alles nochmal in Tabellenformat. Ja, hier habe ich jetzt keine Farbmarkierung, okay, aber ihr wisst Bescheid. Einzige verlorene Wette war halt das Leverkusen Under. Ist dann natürlich, als Leverkusen das Tor machte, 1-0, dachte ich natürlich, naja, also das ist, fragt man sich oft natürlich bei solchen, also wenn man so eine gemischten Wetten hat, was man sich wünscht. Und natürlich, wenn das 1-0 fällt und man einen Under hat, aber die Seite auch mit dem Plus, dann kann es natürlich auch nicht schlecht sein. Aber man kann eben trotzdem sagen, naja, so ganz perfekt nicht, weil wir wollen ja Under und sie führen ja schon und wir haben ja auch ein Plus. Also quasi, sie führen um Vierteltor, jetzt führen sie um 1, also um ein Viertel. Ihr werdet es ja genauso, ihr könnt ja auch mal kommentieren, wenn ihr da so mitgeht oder wie auch immer da Wetten platziert habt. Und dann fällt halt das 1-0. Und dann kann man, naja, kann ja nicht schlecht sein, aber auf der anderen Seite, und so. Und dann fällt halt sofort das 1-1. Und dann sagt man eben, aber auch hätten sie doch auf beide gut mal verzichten können. Dann wäre es jetzt immer noch unentschieden und man hätte, aber natürlich, so wie es Thomas Müller dann auch perfekt sagte, nee, Nagelsmann, das war halt eine seiner perfekten Antworten, wo er sagt, hättet ihr nicht auch das Führungstor sogar und muss er den nicht reinmachen? Ja, wenn Goretzka dann auch die Chance vergibt, dann gerne. So ungefähr, dass er einfach weiß, dass es halt ein Verhältnis ist. Die hätten das Tor machen können, die anderen natürlich auch. Und man kann ja nicht jetzt einfach, naja, deine muss reingehen, die von den anderen nicht oder so. Dass er also zumindest diese Aufmerksamkeit, das zeigt natürlich schon seine Sonderstellung dann auch natürlich gegen die Kommentatoren, aber auch gegenüber anderen. Also das, ja, sowas höre ich eben dann besonders gern. Das ist eben einfach mal eine differenzierte Sichtweise, die, naja, eben speziell, dass sowas halt nie gesagt wird, was ich eben aber dann jahrzehntelang halt weiß. Ich sage ja, aber du willst immer, ist dein eigenes geht gut und das andere darf nicht, oder wie? So, also jedenfalls, Nagelsmann, ja, wo kam er her? Vergessen, Faden verloren. Nein, das natürlich dieses 1-1, dann hätte man auch sagen können, da hätte ja auch nur 1-0 Dortmund sein können. So meinte ich das. Also, warum auf beide verzichten? Klar, würde es jetzt auch noch 0-0 stehen und Anna wäre besser als beim 1-1. Aber es hätte ja auch sein können, dass nur Dortmund das Tor schießt und dann würde man ja ganz alt aussehen. Dann hätte man die Seite schon Dreiviertel verloren, so ungefähr. Also, weil man halt ein Dreivierteltor hinten liegt. Und das Anna wäre natürlich auch schlecht. Also, insofern. Aber natürlich so, was macht man manchmal gegen diese Empfindung, beziehungsweise
ja, das immer wieder rational dann rangehen und so weiter. Aber das ist halt trotzdem gefragt bei unserem Job jetzt hier. Jedenfalls war eben durch dieses 1-1 ist halt auch ein Riesenunterschied trotzdem zum 0-0. Einfach nur, weil beide dann wissen, wir können ein Tor schießen. Also die wissen es auch vorher, aber jetzt haben sie es schon gezeigt. Jetzt weiß jeder, also naja, es geht und man traut sich halt noch mehr zu. Das heißt also, für einen anderen ist es natürlich katastrophal. Und so eine frühe zwei Aktionen machen es dann natürlich zu einem schlechten Ander, wobei ich glaube, jetzt habe ich es sogar neutral gezählt, weil wenn wir gleich die, also da war gar keins, was man wirklich bewerten konnte von den Toren, wenn man die Statistiken sieht, dann war es eben nicht so doll ein Over. Man müsste jetzt eben wieder die Größe der Chancen messen, dass man sagt, aufgrund dessen, dass beide schon Tor und also man neigt dann auch, wenn man zuguckt und jetzt immer wieder in Abständen, regelmäßig in Abständen ein Tor fällt, dass man dann sagt, na, das war ein katastrophales Ander. Nur gibt es halt auch genug Spiele, wie es halt bei Bayern auch war, wo eben genauso die Chancen da sind, bloß dann eben gar keiner reingeht. Wie ich eben jetzt schon sagte, wenn es dann eben 0-0 bleibt, dann fehlt das letzte Risiko, wobei das also so menschlich, natürlich und von beiden Seiten eben absolut nachvollziehbar ist, wobei es eben trotzdem noch hätte fallen können. Aber das ist halt der Unterschied jetzt bei 0-0, auch 1-1, da könnte es schon ein bisschen anderes Verhalten geben. So, und das war halt plus und so weiter. So, schön, freuen wir uns und danke natürlich. Also es ist wieder ein Eingang. Ich habe jetzt aber nicht jeden Tag geguckt oder so und ob ich hier namentlich oder wie auch immer, aber manche geben sich auch nicht zu erkennen. Also jetzt das, naja, wie auch immer, das, da bin ich nicht sicher, auch wie sich andere da verhalten. Wir gucken kurz, aber also trotzdem seid ihr natürlich herzlich willkommen. Wer eben, es ist ja ganz einfach, wenn man halt das Gefühl hat, nicht nur gute vielleicht auch Vorschauen oder Dinge, die man halt so noch nicht oder so, aber dann kann es ja einfach passieren, aber da muss ich ja nicht so viel erzählen, dass man halt was getroffen hat, deswegen oder so, dass man sich dem eben anvertraut hat und dann eben sagt, Mensch, klasse. So, es geht ja darum, wenn ich es nochmal wiederholen darf, auch wenn ihr jetzt schon fünfmal jetzt gehört habt, für mich immer die Frage, wie ich weitermache. Ich bin sehr gerne bereit und teile ja viele Sachen, auch wissenschaftliche Hintergründe und so weiter, die eben jetzt auch mathematisch, Wahrscheinlichkeit, Philosophie, geht alles ineinander über. Da könnt ihr natürlich immer sagen, naja, was brauchen wir das alles, schreibt deine Tipps hin, dann war es das oder so. Aber da hoffe ich natürlich auch ein bisschen auf Erhellung. Aber dass ich natürlich dieses Wissen und Verständnis gerne weitergebe. Nur man muss ja trotzdem auch, A, muss ich mit meiner Zeiteinteilung natürlich irgendwie hinkommen und B, muss man ja trotzdem von irgendwas leben. Und also wie gesagt, das Geld is not growing on trees, ist wie two birds in the hand. Money is not growing on trees. Also das sagt man es bei uns auch. Geld wächst nicht auf den Bäumen. Wie sagt man das denn? Ich weiß jetzt gar nicht. Gut, also die erste Liga ist halt jetzt ganz fett und die zweite, das werden wir dann morgen sehen, die hat aber trotzdem diesen Zwischenstand, den ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht hundertprozentig richtig hatte. Also wenn ihr jetzt da Zweifel habt, ich zeige, vielleicht mache ich auch mal wirklich ein Video, wo ich alle Wetten einmal zeige oder so. Vielleicht, dass man das mal nachvollziehen könnte, nur einen Kurzdurchlauf. Das ist auch nicht updated, es war jetzt auch nicht so deutlich, also vielleicht verzichte ich darauf, dass man sagt, naja, so ein bisschen zufällig ist es halt trotzdem, wie gesagt, mit dem Gut-Schlecht versuchen wir natürlich und wir suchen insgesamt generell halt natürlich gut zu sein und gute Tipps zu haben und die sind auch in der Überzahl, aber aber dieses Verhältnis ist jetzt nicht so, wie gesagt, bei jedem Spiel gucken wir ja auch immer genau hin dann und wenn es jetzt ein schlechter Tipp ist, wie es eben zum Beispiel jetzt bei Mainz statistisch rauskommt, ich muss ihn ja dann schlecht zählen oder so. Und wenn man das Spiel aber, ich habe es wirklich in dem Falle, wie war denn das mit Radiokommentar? Naja, auf jeden Fall habe ich da eine ganze Menge nur gehört. Und also auch natürlich die Nachberichte, das war das immer zum Radio 1, der Nachberichte und so. Und wo der im Stadion war und natürlich
Naja, dann war also das Empfinden komplett so, dass Hertha gar nichts und so weiter. Und wenn man Statistiken sieht, dann muss ich es, und wie gesagt, ich hab's, also da muss man halt sagen, Hertha war eigentlich noch mehr als erwartet. Und ja, dann soll ich es jetzt plötzlich doch als gut zählen, weil alle Kommentare, dann ziehe ich es natürlich auch als schlecht. Und dann haben wir es aber gewonnen. Und dann könnte man sagen, naja, da hast du dich ja auch selbst ein bisschen angeschmiert oder so, ja. So ungefähr. Und von daher ist es nicht so einfach. Wir versuchen halt natürlich irgendwo die richtige Seite zu haben. Und ich versuche es natürlich auch korrekt zu zählen. Aber jetzt, ich will jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen. Gut, hier haben wir nochmal alle Ergebnisse. Es war eben sozusagen perfekter Freiburg-Hoffenheim. Das sind ja immer die Dinge, auch, also wenn bei Leverkusen meinetwegen der falsche Sieger ist, da könnte man sagen, also von Abwehrschwächen ist doch nichts. Mensch, wenn man das 4-3 sieht und auch 3-3, dann sagt er einfach nur die kleinen Zufälligkeiten, da geht auf einmal alles auf in einer Aktion und auf einmal ist der Ball drin. Und so eine Situation gibt es halt ständig und das sind halt kleine Torchancen. Und manchmal passt halt alles, wie Bender da reingeht und der Kopfball dann sich genau da senkt und so. Das sind halt kleine Wunder. Nur ist ja alles okay. Aber jetzt zu sagen, Dortmund schafft es nie, eine Führung über die Zeit zu bringen und Emre Can sagt, wir müssen ein bisschen dreckiger, das ist doch alles Mist. Also, ich meine, natürlich sind sie dann geschockt und sagen auch, wir müssen auch die Lehren ziehen. Könnt jetzt nicht als selber, wenn man da verloren hat, wieder und dann sagen, wir haben alles richtig gemacht, das war nur Pech, sondern würde man natürlich schon sagen, man hätte man nicht mal und aber sie hatten selber so viele Chancen, dass man einfach sagt, Mensch, also können wir da auch locker gewinnen. So, also statistisch gesehen war es zum Beispiel bei Bayern, sieht man eben absolut nicht nur im Rahmen, sondern sogar etwas mehr und bei Leipzig halt trotzdem etwas weniger, weil einfach die erste Halbzeit sie so, also so zahm, so, ich meine, es ist ja nicht, ich kann ja nicht, so wie ich es auch vorher gesagt habe, wenn der Gegner besser ist, was macht man dann? Was erwarten, wie soll man? Man darf doch verlieren dann. Trotzdem war es eben ein Maß an Überlegenheit, wo ich dann sage, warum sind sie plötzlich jetzt so? Aber auch Timo Werner, ganz ehrlich, war ich dann nicht so überzeugt, auch vom Auftreten jetzt, oder dass man sagt, guck mal, der müsste doch jetzt und Augenhöhe, Nationalmannschaft und sowas, aber dann irgendwie auch halt so ein bisschen zahm oder es ist wirklich, ich mit Kritik da dem gegenüber. Wie gesagt, am Ende ist es ja statistisch sozusagen einwandfrei und fast wie das der Marc gesagt hatte, 1,25 Tore und die waren halt. Zwischen 2,34 und 1,17 ist genau das Doppelte, also genau 1,17 Tore besser. Und eben nicht ganz 1,25. Ergebnis war nachher auf deren Seite. Die 0,25 ist ja meine Computerfantasie, dass die Bayern besser war gegenüber dem Markteinschätzung, wären sie halt ein klein bisschen schlechter gewesen. Minimal alles. Frankfurt zum Beispiel, das war natürlich hier ziemlich übertrieben vom Computer und trotzdem. Naja, warum muss man aus 2,05 Tore machen oder so? Das ist halt auch ein bisschen Pech. Aber auswärts hat er ja auch ein bisschen weniger. Von daher kann ich eben es auch noch als gut zählen, denn hier sind ja 0,81 bei der 0,75 allein. Und das Ergebnis halt dann noch deutlich auf der Seite. Also kann man sagen, naja, da hast du schon recht. Wolfsburg zum Beispiel. Also Düsseldorf war richtig, richtig, richtig stark. Ein weiteres Mal und. Wenn eben Funkel sagt, intakte Mannschaft, mehr ist es halt nicht, was Rösler, bitteschön. Ich wirklich, in 2 Monaten hat man es auch vergessen, dann hat man ganz andere Talking Points oder so, aber dass es jetzt daran liegen soll, ist natürlich aus meiner Sicht trotzdem halt Quatsch. Ne? Hat ihn Leben eingehaucht, toll, zweimal 1-1 im Pokal gewonnen. War natürlich gut, aber vorher haben sie ja auch so gespielt und was ist jetzt Leben eingehaucht, weil sie 1-1, 1-1 und auswärts 5-2 gewonnen haben. In Kaiserslautern. Also, das hätte Funkel auch geschafft, so meine ich nur. So, Hertha sieht man hier halt deutlich besser und auch hier halt deutlich, also meins weniger. Also da, was soll ich sagen? Also wenn die Statistiken so sind, kann ich es halt schlecht jetzt, also gerade bei 0,84
kann ich, also der Computer hatte sie sehr nah beieinander erwartet. Der Markt hat ja einen großen Unterschied gesehen, aber wenn sie halt 0,9 Tore besser sind statistisch. Ich habe mich auch immer gefragt, natürlich auch in der Zusammenfassung oder so, wo waren denn nun die Aktionen von Hertha, wo man jetzt wirklich dachte, aber es sind halt trotzdem immer zwei, drei Sachen da und wenn dann einer reingeht da, der Luke Bakio-Schuss oder sowas, dann hat man das auch längst schon wieder vergessen. Also dann zählt halt, dass ein Tor war und dann fallen die Kommentare halt vollkommen anders aus. Bei Union Werder zum Beispiel hat eben schon fast in dem Rahmen gemacht und Union sogar etwas weniger. Der Computer hat aber ja auch ganz nah beieinander erwartet, was man nicht so ganz rechtfertigen kann, beziehungsweise es war ja gerechtfertigt nach Zahlen, aber der Markt hat das eben anders gesehen, der Markt war da näher dran, aber hier hat ja auch Union das Ergebnis gehabt, eben, ne? Sodass eben dann doch wieder alles okay ist, also mit der Wette. Also plus ein Viertel haben wir 0,22 Tore schlechter. Ja, was soll's? Und Ergebnis, da kann ich das nicht als schlecht zählen. Paderborn war natürlich auch klasse, so wie ich immer über Düsseldorf sage. Und so haben die es auch wieder sehr, sehr gut gemacht und das 1-1 sich wirklich verdient, muss man in dem Falle sagen, weil so nah dran, also dann ist natürlich ein anderes Ergebnis nicht. Da könnte man sagen, er hätte immer noch Schalke gewinnen können. Hoffen wir in Freiburg, das war eben total krass und da war, wenn es so überlegen ist, also was aber auch ganz normal und ständig vorkommt, aber dann hört man im Kommentar mal nicht ganz unverdient oder ein wenig glücklich, hat dann einer sogar gesagt. Also in der Zusammenfassung bei Sky finde ich irre. Also jetzt, wenn es so klar ist für die, dann ist es sogar ein wenig glücklich, ist natürlich immer noch verdient, aber so ein ganz klein wenig. Naja, Leverkusen hatte weniger, Dortmund mehr, so ist es halt 0,75. Kann ich nicht. Und wie gesagt, ich habe ihnen die Augenhöhe zugetraut. Diese Fantasie, dass hier Leverkusen sogar vorne liegt. Gut, er lag an Dortmund heim auswärts und so weiter. Aber da hatte der Markt sich dann eben trotzdem mehr durchgesetzt, wobei ich mir halt auch andere Spielverläufe vorstellen könnte. Da muss man jetzt auch nicht übertreiben, aber das kann ich natürlich jetzt nicht dann alles rechtfertigen oder so. Dortmund war die klar bessere Mannschaft, gibt es nichts. Und der Markt hatte da recht und ich kann nicht in jedem Falle das perfekt haben. Trotzdem hatte ich das Gefühl, wo sie gespielt haben, hat wirklich in jeder Aktion darauf geachtet, ob der Leverkusener jetzt irgendwie so wie bei Leipzig in Bayern oder so, wo man sagen würde, die spüren es einfach, dass sie schlechter sind. Also es ist ja nicht so viel, oder, aber sie spüren es einfach und die Leverkusener würden. Warum eigentlich? Also, das können wir auch oder so. Und das finde ich schon, haben sie auch gezeigt. Und von daher, und Bayern hatten wir ja schon durchgesprochen jetzt. Jetzt nochmal ganz kurz hier: das Tor, erste fiel ja sogar relativ schwierig. Aber die 18, 13 oder so ungefähr, 13, 8, also erwartet, eingetroffen, kann man halt nicht. Auch nicht fürs Over. Heim aufs Tor war halt ein bisschen zum Vorteil, weil so viele reingegangen sind. Ecken war aber zum Vorteil von Augsburg. Flanken war wieder günstig für Frankfurt, aber nicht mehr als erwartet. Ballbesitz absolut im Rahmen. Zweikämpfe, da könnte man dann eben sagen, hier, wenn es da mal runtergeht bei der Auswärtsmannschaft, dass sie halt dann nicht mehr, gerade jetzt auswärts, dann nicht anfangen, da die umzuholzen oder sowas. Also übertrieben reinzugehen. Aber ist alles ein bisschen zu viel interpretiert. Da hat man 1,2 Tore und hier 0,8 so ungefähr. Und rausgekommen sind ungefähr 0,8. Also kann ich es natürlich jetzt auch nicht schlecht reden. Also es ist okay. Dann habe ich es doch recht berechtigterweise als gut gezählt, denn das alte System war ja einverstanden und genau so viel besser waren sie auch. Also dann habe ich es berechtigterweise als gut gezählt. Hier war es eben, also einfach klasse, aber natürlich war nachher diese rote Karte, die leider hier nie angezeigt sind. Das müsste eigentlich hier immer noch rot dann und dann. So ist es beim Kicker. 10-10 Schüsse, 5-2 aufs Tor, wäre noch sogar nicht mal nachteilig für Düsseldorf. 3-5 Ecken zu ihren Vorteil, Flanken 10-13, auch Ballbesitz auf ihrer Seite aufgrund des Platzverweises. Dann natürlich, denke ich mal. Und Zweikämpfe waren aber trotzdem pro. Wolfsburg. Und hier haben wir erspielt fast ausgeglichen. Also Düsseldorf hat sich das Unentschieden definitiv verdient, genau wie es Paderborn eben tat. So, hier gucken wir jetzt mal. 13-11 wäre noch fast genau wie erwartet. 3-3, aber da hatte der Computer sozusagen hier die vorne gesehen. Die Mainzer, naja, da müsste man dann sehr genau hingucken. Warum und wie oft und warum sie so oft das Tor getroffen haben oder so. Aber natürlich,
Ja, gut, also da kann ich jetzt schwerlich rechtfertigen oder das auch nachgucken. Also das kann auch bei Herthas Defensive, dass da natürlich die Schüsse aufs Tor, die sie zugelassen haben im eigenen Stadion und sowas. Ecken waren aber klar pro Hertha, was dann natürlich, und die, auch die Flanken, und wie soll ich das anders zählen dann? Auch der Ballbesitz eben. Also das hieß, das hat man, glaube ich, im Kommentar sogar gehört, aber dann heißt es natürlich immer sinnloser Ballbesitz oder so, ne? Also wie gesagt, da hatte ich ja jetzt noch diese Idee und muss bloß verlässlich mit Daten immer versorgt werden und das muss halt auf Jahre hinaus garantiert sein mit den Dangerous Attacks, wo man dann wirklich sagen kann, die zählen das also jetzt oft, wenn man bei Soccerway guckt, also könnt ihr ja vielleicht mal auch mal raufgucken dann, wenn ich sage de.soccerway.com heißt es, glaube ich. Also auf jeden Fall, bei mir ist die Seite immer offen. Deswegen muss ich die nicht auswendig lernen. Aber dass sie dann eben unterscheiden Ball Safe und Dangerous Attack. Wo man einfach sagt, guck mal, wenn der im bestimmten Bereich ist, dann ist er halt einfach nur safe. Es ist aber keine Torgefahr. Bloß die anderen können ja auch kein Tor schießen, wenn sie den Ball nicht haben. Also Ball Safe. Und halt das auseinanderzuhalten. Dann hätte man vielleicht hier, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt bei dem Spiel, ich gucke manchmal rauf, aber um einen besseren Eindruck zu kriegen, aber dann müsste ich eben das statistisch sozusagen längerfristig aufzeichnen und naja, dann muss man das halt mitführen und einführen als Parameter. So, Zweikämpfe waren nicht pro Hertha, ist aber der unwichtigste. So, neue Erwartung hat es nahe beieinander und hier nach diesen Zahlen war eben Hertha klar besser. Naja, so. Ergebnis aber 1 zu 3. Okay, gucken wir noch bei Werder Union. Das ist halt auch 14-11, ist fast genau im Rahmen. 3-5 wäre pro Union ausgegangen. 5-5 Ecken auch pro Union. Flanken aber pro Werder. Naja, da kann man es natürlich jetzt schlecht. Ballbesitz ist halt relativ deutlich pro Werder. Und da hat er halt ziemlich ausgeglichen. Dann haben sie halt doch den kleinen Vorteil. Alte System war aber einverstanden und da hat der Werder sogar etwas weniger gehabt. Von daher ist diese Wette natürlich auch gut gewesen, aber eben, naja, trotzdem jetzt nicht unbedingt der absolut verdiente Ausgang. Und so war auch mein Eindruck, also da kann man ja in den Bildern sehen, dass Werder eigentlich schon genug geleistet hat, dass sie auch ein Tor erstmal machen müssten. Und wenn sie mal eins haben, nicht nur Stimmung, das, Selbstvertrauen, alles, aber es ist ja die Frage, ob es vor dem oder nach dem oder zwischen denen oder ganz am Schluss. Aber es kann natürlich zu jedem Zeitpunkt, auch in der 90. kann dann immer noch was passieren und dann müsste es erstmal fallen. Gut, also hier kann man sich natürlich nicht so beschweren, also wir sowieso nicht, wenn wir die richtige Seite haben und alles, aber auch nicht über den Spielausgang. Aber ich sage nur, wenn wir zu oft beobachten, dass es nichts nützt, die bessere Mannschaft zu sein, immer wieder, dass die Statistiken halt auf der Seite sind und die Mannschaft gewinnt gar nicht. Das ist halt einfach zu oft und dieses Phänomen sollte halt erkannt werden allgemein und eben dann natürlich, naja, medial aufgearbeitet oder dass ich halt beitrage und dass man dann eben sagt, jetzt müssen wir wirklich uns auch ein bisschen Sorgen machen um den Fußball, weil wir können das einfach nicht rechtfertigen, dass du angreifen kannst ohne Ende und Torsituationen sozusagen kreieren, wird sowieso nichts. Natürlich, ich sage, weil die Abwehrspieler alle Rechte haben und immer wieder, es heißt, reicht nicht für einen Elfmeter und Abseits und alles ist halt zum Nachteil von den Angreifern. Aber dann hätte man sozusagen statistisch den Beleg, dass das verbessert werden muss, dass einfach der Angriff, Angreifen muss sich lohnen. Du kannst nicht immer sagen, wer sich hinten reinstellen darf, weil er Außenseiter, dann ist er ja schon gar nicht mehr Außenseiter, dann muss ja alles auf den Kopf gestellt werden. Und wie so meine Zahlen zeigen das ja schon. Also wenn hier jetzt ausgeglichenes Spiel erwartet, dann hat es ja sehr wohl was damit zu tun, wie gut das Union bisher gemacht hat und wie wenig Werder vielleicht aus auch vertretenen Überlegenheiten gemacht hat, weil natürlich Conversion Rate, alles ist ja hier mit drin, Heim-Auswärtsverhältnis, es nützt eben nichts mehr, also naja. So, und das haben wir eben häufig und wir haben es eben zu häufig, ist meine Meinung. 15-15 war absolut perfekt von, also hier ist ja jetzt sowieso, wenn es ausgeglichen ist, Flanken war sogar zu Paderborns Vorteil, Ballbesitz wieder auf Schalkes Seite, die 1, ja, da war Paderborn so nah dran. Also hier könnte man ja sagen, warum sind sie denn überhaupt hinten? Da kann eben wieder Conversion Rate, weiß ich jetzt nicht so genau, weil der Ballbesitz ja auch, das Ding kann man jetzt nicht ganz so leicht umrechnen. Aber ist halt okay, sie waren nah dran, ausgeglichen, perfekt.
Und wir hatten die richtige Seite. Freiburg 12-20, deutlich 6-6 aufs Tor, war noch im Rahmen. 5-10 Ecken, 14-24 Flanken. Hoffenheim hat halt alles versucht, hätten wir halt wieder so ein Beispiel, wo es einfach nichts nützt, die bessere Mannschaft zu sein. Und natürlich, wenn man dann hinten liegt nach der 40. War er, steht hier auch nicht, war er ein Elfmeter? Oder war das da ein Nachschuss? Nee, war da ein Elfmeter. Warum steht es nicht da? Ich meine, muss man doch wissen. So, Ballbesitz war ein bisschen auf deren Seite, ausgeglichen das. Aber er spielt haushoch für Hoffenheim. So, hier haben wir dieses 4-3, hatten wir schon gesehen. 9-12, war halt nicht viele Schüsse. 5-6, heim auswärts aufs Tor. Okay, gerade so im Rahmen. Ecken 3-7 ist jetzt auch nicht übertrieben viel, wobei 9,15 erwartet, 10 gekommen. Gut, Vorteil für Dortmund auch. 7-7 Flanken ist auch zum Vorteil von Dortmund, weil eben sie bisher weniger davon auswärts zumindest hatten. Ballbesitz wäre okay von Leverkusen gewesen. Zweikämpfe zum Vorteil von Dortmund. Also das alte System hatte ja Dortmund vorne, neues System die 1, aber der 0,56 Tore vor ist halt zu viel. So, Gladbach-Köln, da steht jetzt, ja, da steht Quatsch drin, weil ich es nicht, gar nicht gepflegt habe. Hier haben wir jetzt das 11-9, 3-1, alles ein bisschen milde und nicht so übertrieben, aber eben immer natürlich ein Plus. Und 11-3 Ecken, recht deutlich, 15-8 wäre also auch im korrekten Verhältnis sozusagen, oder die Differenz 7 mehr ist absolut okay. Also es war mehr als erwartet, Alter, also nicht mehr, es ist sozusagen ein Vorteil für Bayern. Und Ballbesitz war halt doch wieder dann sehr deutlich, wo ich dann mich wundere, also da müsste ja der Computer dann auch reagieren entsprechend, weil das jetzt bei Bayern immer so ist, dass sie halt zu viel Ballbesitz haben, dann müsste er sagen, ja, warum erwartest du denn nicht diesen Wert? Okay, müsste ich mir Gedanken machen, aber letztendlich kommt es ja alles schon recht gut hin. Hier stimmt ja auch alles recht gut überein. Bayern halt ein bisschen besser als erwartet, Ergebnis nicht. So, und das haben wir jetzt hier gar nicht mehr und jetzt bin ich auch raus. Tschüss, schönen Dank, auf